fränkischen Rohrbach macht sich Doris Rauch bereit für eine Jungfernfahrt. Sie hat sich einen Porsche gekauft. Ein Modell von der Stange, wie es tausendfach auf der Straße fährt. Aber da eindeutig zu schmal, dann unbedingt andere Rücklichter rein. Auf jeden Fall müssen wir auch andere Scheinwerfer reingeben. Dann möchte ich unbedingt eine GT3-Optik haben am Auto. Klappenauspuff unbedingt, dass einfach der Spruch ein bisschen besser wird. Jo. Und ein paar Carbonteile möchte ich noch drauf haben und ansonsten passt er, wie er ist. Die 28-Jährige ist seit mehr als 8 Jahren Mitglied im Tuning-Club Cult Society. Für den Umbau des Boxsters ist ihr Freund zuständig, der Chef der Schraubertruppe. Hallo. So. Hallo. Hallo. Ja. Kannst du anfangen? Dann schauen wir mal, was wir machen können. Kommst du her? Die Cult Society versteht sich als Edeltuning-Club. Ihre Mitglieder setzen auf Understatement. Schlicht, aber wertig soll das Ergebnis sein. Am besten mit viel Blattgold und blankpoliertem Chrom. Teile der Serienausstattung des Porsches sind dafür unbrauchbar. Zunächst müssen die Felgen, Scheinwerfer und Schweller runter. Alle überflüssigen Teile finden später im Internet einen neuen Besitzer. Mario Altendorfer möchte den Sportwagen so veredeln, dass er zur Clubphilosophie und vor allem zu seiner Freundin passt. Welche Frauen siehst du dir an, wenn du an der Kreuzung an der Ampel stehst? Die mit schönen Autos und schöne Frauen, oder? Also besser ein getunter Wagen, schöne Freundin, als irgendein Serienteil. Glanzstück des umgebauten Wagens soll die Motorhaube werden, für die Grafiker Markus Pfeil ein dreidimensionales Flammendesign entwirft. Wieder ein marmoriertes Blattgold vorschlagen. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen mit Blattgold? Geflammt. Ja, es wirkt sehr edel und das ist halt so wie, wie soll man sagen, es schillert in ein paar Farben. Wirkt halt sehr edel. Nicht so viel. Für ihn ist das schon was Besonderes, auch wenn er mich dann mit einem schönen Auto fahren sieht. Also er ist dann schon stolz drauf und wenn ich dann zufrieden bin, dann ist er auch zufrieden. Ja. Das ist ein Klappenauspuff, da ist dann in der Lautstärke einstellbar. Da kann man ganz normal durch die Stadt fahren, unauffällig. Und wenn dann auch was klingen muss, dann ist es auch möglich. Ist zum Umschalten vom Cockpit aus. Ich sag mal, wenn ein Auto ein bisschen lauter ist, dann klingt er schon mal schneller. Man will irgendwo einen Sportwagen oder ein Rennauto ein wenig imitieren. Es klingt kernig. So ein Boxster Original klingt wie der Golf von der Oma. Also. An dem PS-Protz sind mittlerweile 5 Männer im Einsatz. Er muss heute fertig werden, denn in 2 Tagen soll er den Club bei einem Tuning-Festival repräsentieren. Doch erstmal bereitet Andreas Dorfer das Mittagessen vor, auf seinem alten Golf-Pritschenwagen. Das ist unser Spezialgrill mit Turbolader. Der wäre zwar für den Pkw-Bereich ein bisschen zu groß, der ist aus einem Lkw, aber für den Griller, da macht er richtig Druck. In der Werkstatt kommt das 24-karätige Blattgold auf die Haube. Nur noch ein paar Minuten, dann ist das Essen fertig. Das verspricht zumindest der Grillmeister auf dem Hof. Da braucht man eine längere Nacht mit viel Alkohol, dann kommt man auf solche Ideen. Je schneller, desto besser, ist überall das Sinn. Eine besondere Konstruktion soll das Anglühen der Kohlen beschleunigen. Jetzt blasen wir dann mit Turbolader blasen wir dann die Luft rein. In der Werkstatt ist das Gold verarbeitet. Als nächstes zeichnet der Grafiker die Flammen. Andreas Dorfer hilft seinem Turbogrill währenddessen auf die Sprünge. Der 30-Jährige tunt aus Leidenschaft und ist seit Gründung des Clubs dabei. Irgendwo muss man nach mehr und nach höherem und größeren streben und das ist überall so. Wenn man zufrieden ist, dann bleibt man stehen und geht unter. Konzentriert zieht Markus Pfeil die letzten Striche. Eine falsche Bewegung und die Haube wäre versaut. Schaut gut aus. Dann steht die Soundoptimierung an. Das ist der Klappenauspuff, der montiert wird, hat er dann von Grund Endrohre. Man merkt einen Unterschied zum Original. Und die Bypassrohre, das sind dann die Klappen, die geöffnet werden für den Kerning-Sound. Und die geschlossen sind wegen der Original. Die Jungs machen ihn nur mal fertig und dann fahre ich gleich zum Waschen.
den Wahnsinn. Da ist ein bisschen mehr Begeisterung. So super. Wirklich. Ja, vier Männer, was für die arbeiten und rackern. Du schmeckst mir für die Peitsche. Doris Rauch besitzt jetzt den passenden fahrbaren Untersatz für ihren Auftritt beim Tuner-Treffen der Szene am Ausee. Die Sporttherapeutin macht sich große Hoffnungen, bei dem sogenannten Show- und Scheinwettbewerb zu überzeugen und einen Preis für das schönste Auto zu gewinnen. Spitzenmäßig. Oh, das war knapp. Spitze. Wow, wow. Ein Test soll zeigen, ob die Klappen im Auspuff halten, was sie versprechen. Und tatsächlich, auf Knopfdruck fängt der Boxster kräftig an zu rühren. Probe fahren. Nach 8 Stunden Arbeit und einer Investition von gut 10.000 Euro kann sich der Porsche sehen lassen.